Okay, also das war jetzt ein Brief von uns an, also von uns selber quasi, den wir geschrieben haben wohl schon mal. Und wir haben anscheinend unsere Erinnerung verloren oder so. Und auf jeden Fall müssen wir Alexander von Brandenburg umbringen, laut dem Brief, weil er verrückt ist oder was auch immer. Ja, was ist das denn? Und dann hat er uns noch gewarnt, dass wir von dem Schatten verfolgt werden, den wir nicht abhängen können. Und ja, das ist wohl unsere Aufgabe in dem Spiel hier. Und dem Schatten zu entkommen. Der hier im Hintergrund schon ein bisschen rumrührt. Oder so. Ah, da ist der Hebel. Hallo? Ah, jetzt. Was, Alter? Tu ihn doch einfach runterdrücken. Hä? Oh. Öl. Ein bisschen nachfüllen. Hä, das gibt's doch nicht. Wieso ist denn. Ah. Machst du Fortschritte oder hebst dein wichtige Gegenstände auf, verbessert sich dein geistiger Zustand wieder. Hallo? Spaß. Okay, Eingangshalle. Er fiel auf den Küchenboden, Tränen liefen ihm über das ganze Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hazel versteckte sich aus Angst, bestraft zu werden. Okay. Um zu laufen, halte Shift. Ah, können wir ein bisschen rumsprinten? Wow, was ist denn hier passiert, hey? Hallo? Niemand da? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Okay. Das war wohl so eine Art Flashback jetzt. Und wir haben wohl mal mit dem Alexander von Brandenburg zusammengearbeitet. Und wir müssen wohl in die Raffinerie oder sowas, wie ich das richtig verstanden habe. Bisschen umgucken hier. Die scheiß Viecher, ey. Und was ist hier? Oh. Uah. Was ist das denn? Hallo? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Schnell weg hier. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Weil die Blätter da ja davor waren. Raffinerie. Oh. Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Na toll. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Aufgelöst? Wie soll ich das denn auflösen? okay, dann geht's da wohl nicht weiter. Hier noch irgendwas? Nee. Musik ist echt heftig. Gehen wir hier lang. Mal gucken. Weinkeller. Die Tür ist verschlossen und lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Alles klar, also der Weinkeller ist noch zu. Was ist das? Das Labor. Kann ich hier rein? Ah, tatsächlich.
Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider am Berkeley-Platz in London nie wiedersehen. Noch eine einsame Seele mehr in London erschien irgendwie passend. Ja. Oh Gott. Warum habe ich das Gefühl, dass ich nicht ins Labor will? Oh Gott. Hier stöhnt auch noch jemand dazu, ziemlich fehlleidig. Hallo? Oh, was ist das denn? Bisschen Öl. Wow! Geh weg! Ich will gar nichts. Was macht es denn da drin, ey? Ich konnte gerade was aufheben. Was ist das? Oh Gott. Ja. Heftig, ey. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was ich gerade machen muss. Oh, da oben ist was. Aber ich denke mal. Oh, was ist das? Ja, würde ich auch sagen. Oha, oh Gott! Was ist das? Hallo? Es knurrt. Jetzt sagst du nichts mehr, was? Oh Mann. Oh, nochmal Öl. Schlecht. Daniel zittert ziemlich gerade hier. Oha, geistiger Zustand. Der Kopf dröhnt, die Hände zittern. Ja. Oh. Da kommt die Schritte denn her? Hallo? Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meine gelagerten Ingredienzen ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Also müssen wir in den Keller. Doch in den Weinkeller. Um die Ingredienzen zu holen. Should be more cooperite. Let me see, And one part aqua force. Chemietopf aufgenommen. Okay. Geh weg. Was ist das denn? Okay. Eines Tages werde ich zurückkehren. Wenn es nicht für dich wäre, meine Liebste, wäre ich nicht in der Lage, weiterzumachen. Wenn ich diese schrecklichen Dinge tue, finde ich Trost in dir. Solange ich noch an dich denken und nach einem gemeinsamen Leben streben kann, weiß ich, dass ich besser bin als alle anderen. Ich weine um sie. Sie streben nach grenzloser Macht, wo ich mich nur nach Gerechtigkeit und einer sicheren Rückkehr sehne. Okay, was ist das? Ist das... Ach, wer weiß. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühe Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpiment müssen hinzugefügt werden, um an Kuprit... Und Kuprit bindet sie gut.
Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Okay, also müssen wir das wohl herstellen, um das komische Zeug wegzumachen. Von den Wänden. Wenn organisches Zeug damit reagiert, dann klappt das wohl. Aber ich habe immer noch keinen Schlüssel für den Weinkeller gefunden. Aber naja, dann gehen wir mal einfach weiter. Es gab ja noch ein oberes Stockwerk. In die Eingangshalle zurück. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Das? Hallo? Oh Gott. Boah, mir jetzt gerade was zum Stuhl gehauen, ey. Oh, hier ist zu. Es lässt sich nicht bewegen. Hier wohl auch nicht. Hier ist Treppe kaputt. Archive. Die anderen Kinder trieben ihn an. Er hörte, wie sein Name gerufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Tue ich das hier wirklich? Dachte der kleine Junge bei sich und schlug seinem Opfer mit einem Stein. Okay. Bisschen verstörend, aber okay. Kann man so lassen. Okay. Geht zu unserem geistigen Zustand? Leichte Kopfschmerzen, okay. Okay, hier ist die Tür kaputt. Hallo? Nee. Okay, ein Brief. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay. Haben sie wohl eine Ausgrabung gemacht und einen Durchgang gefunden und hoffen darauf, das Grab zu finden. Ein bisschen Nebenstory wahrscheinlich. Was ist das denn? Hallo? Geh weg. Ja, sonst ist hier nix. Gott, da hinten will ich gar nicht hin, hey. Ohne Witz. Kataloge. Okay. Ist noch ruhig.
noch einen Brief. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brandenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brandenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm, Haus Gerig. Okay. Wenn er meint. Oh. Ohne Witz, ich habe bei dem Spiel immer die Vermutung, dass mich jemand beobachtet oder verfolgt oder sowas. Das macht total wahnsinnig. Okay, hier ist nichts.